Das ist ja schrecklich. Moin, moin, guten Tag und Hallole zu einer neuen Folge vom Gaming Sonntag mit Flo. Und wir machen hier weiter mit Gothic 2. Und ich hatte ja gesagt, wir machen ja vielleicht zuerst halt eben den Weg zum Kloster halt eben frei, aber kam er dann so zwischendurch in den Sinn, vielleicht ist das mit der Diebesgilde vor halt eben doch ein bisschen besser halt eben zu machen. Jo, dann starten wir mal. Denn mit Jora hat es angefangen, aber wie es dann genauer weiterging, müssen wir uns führen lassen. Enos zum Gruß, Fremder. Wenn du ein gutes Sortiment für Reisende suchst, dann bist du bei mir richtig. Aber ich warne dich. Wenn du vorhast, dich bei mir zu bedienen, ohne zu bezahlen, rufe ich die Stadtwache. Moment mal. Sehe ich etwa aus wie ein Dieb? Ha, du wärst nicht der Erste, der sich heute an meinen Sachen bereichert. Er redet einfach zu viel. Du bist bestohlen worden? Beweisen kann ich's nicht. Der Typ war verdammt clever. Hat sich vorgestellt als Rengaru, wenn das überhaupt sein richtiger Name war. Treibt sich schon die ganzen letzten Tage am Marktplatz rum. Und jeden Abend säuft er sich einen an am Bierstand die Straße runter. Ich wette, der Mistkerl versäuft mein Geld. Hab nur mal einen Moment nicht aufgepasst und mein Geldbeutel war weg. Wie soll er denn sein Geld versaufen, wenn es Freibier gibt, bezahlt von den Paladinen? Aber naja, gut, okay, was soll's. Sieht es anders. Das ist ja schrecklich. Ja. Stimmt, jetzt weiß ich wieder, sobald wir ihm sein Geld wieder beschaffen haben, weiß ich dann, glaube ich, wieder, wie es weitergeht. Da müssen wir, glaube ich, ins Hafenviertel weitergehen. Ich könnte dir dein Gold wieder beschaffen. So? Er arbeitet auch den ganzen Tag. Und warum solltest du das tun? Das ist mal wieder typisch. Tja, Hinweis auf die Diebesgilde, Teil vom Gold. Naja, Hinweis auf die Diebesgilde wäre eigentlich praktischer. Aber ich glaube, da sagt uns, dass wir in die Hafenkneipe müssen. Ich suche Hinweise auf die Diebesgilde. Kann schon sein, dass ich dir weiterhelfen kann. Pass auf. Wenn du mir mein Gold von diesem Rengaru wieder besorgst, werde ich dir sagen, was ich weiß. Ich habe was gut, das hört sich doch gut an. Wie viel Gold war in dem Beutel? 50 Goldstücke. Das ist eine verdammte Menge in diesen beschissenen Zeiten. Wir sollten ihm wohl besser nicht sagen, dass wir ungefähr 1000 Goldstücke bei uns haben. Ja, und warum er nicht die Stadtwachen gerufen hat? Naja, die greifen nur ein, wenn jemand auf frischer Tat ertappt wird. Ich werde mal sehen, was ich machen kann. Sei vorsichtig. Wenn du den Mistkerl einfach umhaust, werden die Stadtwachen eingreifen. In letzter Zeit ging es hier ziemlich rau zu und seit die Paladine da sind, greifen die Wachen bei Schlägereien in der Stadt hart durch. Also lass dir was einfallen. Werde ich. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Das ist mal wieder typisch. So, dann werden wir mal diesen Rengaru mal anquatschen. Ich glaube da nicht dran. Jora meinte, du hättest sein Gold. Verdammt, nichts wie weg. Wirklich? Ja. Das ist doch kein Geheimnis. So sieht es aus, wenn jemand wirklich rennt. Aber es ist eigentlich kein Problem, ihm zu folgen. Wir haben ihn ja immer im Blick und er rennt auch nicht so weit weg, sondern nur bis zu diesem Baum da. So, Weg abschneiden. Hab ich dich. Was willst du von mir? Du hast am helllichten Tag Jora beklaut und er hat dich auch noch dabei gesehen. Also abgesehen davon, dass du ein mieser Dieb bist, würde ich sagen... Ich habe einen Anteil an der Beute verdient. Na schön, ich schätze, ich habe keine andere Wahl. Ich gebe dir die Hälfte ab. Na, hört sich schon komisch an, wenn man mit der eigenen Stimme geantwortet wird. Aber solche kleinen Fehler passieren halt eben. Okay, gib mir die Hälfte. Hier hast du die Hälfte und jetzt lass mich laufen. Ich sollte dich der Miliz übergeben. Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr. Lass mich laufen, Mann. Warum sollte ich das tun? In der Stadt ist es immer gut, die richtigen Leute zu kennen und es sich nicht mit ihnen zu verderben. Ich könnte ein gutes Wort für dich einlegen. Mehr kann und werde ich dir dazu nicht sagen. Der Rest liegt an dir. Ja, das hat doch mit der Diebesgilde zu tun.
Aber deswegen sind wir ihm ja auch hinterhergerannt und lassen ihn jetzt laufen. Zieh Leine und lass dich hier nicht mehr blicken. Das wirst du nicht bereuen. Danke, Mann. So, wunderbar. Das war Teil Nummer 1. Jetzt müssen wir dann im Endeffekt hier im Hafenviertel halt eben gleich weitermachen. Denn wir müssen in die Kneipe rein. Das ist eine schlimme Sache. Ich weiß jetzt halt eben nicht mehr, ob wir da jetzt halt eben uns reinprügeln müssen oder ihm was bezahlen müssen, aber irgendwas war da. Hey, ich kenne dich nicht. Was willst du hier? Willst du in die Kneipe? Ja, hast du was dagegen? Du hast hier nichts verloren, Kleiner. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Glaubst du wirklich? Reg dich nicht auf. Ich will nur ein Bier trinken. Okay, aber der Eintritt kostet dich 50 Goldstücke. Hey, 50 Goldstücke ist schon einiges. Aber naja, gut, okay. Okay, ich bezahle. Na gut. Und weil das so gut geklappt hat, zahlst du mir jetzt noch den Rest, den du dabei hast. Das weiß doch inzwischen jeder. Nee. Also, jetzt hier so raffgierig. Nee. Vergiss es. Du kriegst nicht ein Goldstück. Dann nehme ich mir halt alles, was du hast, sobald du im Staub vor mir liegst. Tja, da müssen wir doch draufhauen. Mach ihn fertig! Zeig's ihm! Nicht schlecht. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Jo. Zack. Und jetzt nehmen wir uns das ganze Gold einfach wieder zurück. Und den schweren Ast nehmen wir auch. So, gut, passt. Dann reden wir mal mit Cardiff, weil der erste Wirt hier drin. Wie sieht's aus? Wenn du was trinken willst, dann bestell dir was. Du kriegst doch bestimmt eine Menge mit. Und? Was geht dich das an? Ich habe immer ein offenes Ohr für Neuigkeiten. Hast du auch einen offenen Geldbeutel? Jede Information, die ich dir gebe, kostet dich 10 Goldstücke. Ich gebe dir höchstens 5 für deine Informationen. Was? 5 Goldstücke? Willst du mich ruinieren? Sagen wir 7. Nein, so läuft das nicht. Sagen wir 6. Du bist ein Schlitzohr, weißt du das? Na, meinethalben, sagen wir 6 Goldstücke für jede Information. Ich brauche Informationen. Wo kann ich Arbeit finden? Hier im Hafenviertel wird dir kaum jemand Arbeit geben. Da musst du schon in die Unterstadt zu den Handwerkern gehen. Aber wenn du eine gute Waffe schwingst, dann kannst du ja Alrik rausfordern. Er kämpft für Gold hinter dem Lagerhaus. Gibt es hier auch spezielle Arbeit, bei der ich schnell was verdienen kann? Was Spezielles also? Sprich mal mit Nagur. Vielleicht kann er dir weiterhelfen. Hast du noch was Spezielles für mich? Ich hätte da schon was. Ist allerdings nur interessant, wenn du ein Mann mit vielseitigen Talenten bist. Was hast du für mich? Nun, Zuris, der Trankhändler am Marktplatz, beherbergt zurzeit den Feuermagier Daron als Gast. Und? Er hat extra für ihn eine neue Truhe bei Torben, dem Tischler, anfertigen lassen. Angeblich hat dieser Daron eine ganze Menge wertvollen Kram mitgebracht. Aber von mir hast du das nicht gehört, klar? Ist ja irgendwie immer so, ne? So, dann reden wir mal mit Nagur. Cardiff meinte, du hättest einen Job für mich. Also, du suchst also einen speziellen Job, okay? Aber es läuft nach meinen Regeln, verstanden? Was soll das heißen? Das heißt, du tust das, was ich sage und kriegst ein Drittel vom Gewinn. Wenn dir das nicht gefällt, dann gibt's auch keinen Job. Ein Drittel? Was für ein Halsabschneider. Wir arbeiten zusammen, also machen wir auch halbe-halbe.
Okay, ich habe mir gedacht, ich probiere es einfach mal. Natürlich teilen wir unseren Gewinn gerecht. Wo soll ich mich denn noch alles kümmern? Okay, was ist dein Plan? Du kennst doch den Händler Baltram, oder? Falls nicht, wird es Zeit, dass du mal mit ihm redest. Dieser Baltram hat einen Boten, der ihn mit Waren von Akils Hof versorgt. Das heißt, er hatte einen Boten, denn ich habe ihm die Kehle durchgeschnitten. Und Baltram muss jetzt einen neuen einstellen und das wirst du sein. Dein Job ist es, dich von Baltram einstellen zu lassen und die Lieferung von Akil abzuholen. Die bringst du mir und ich verkaufe sie dann an einen interessierten Kunden. Der lässt ein hübsches Sümmchen dafür springen. Und versuch bloß nicht, den Kram selbst zu verkaufen. Hast du alles verstanden? Ja, verstanden haben wir's. Jetzt nur die Frage, wie hoch wäre der Gewinn, oder? Alles andere weiß ich. Und beim Gewinn, ja, ich glaube, es war eine gute Summe, aber ja, schauen wir mal. Wie hoch wird der Gewinn sein? Kann ich nicht genau sagen, aber ich schätze mal 400 Goldstücke. Ja, das klingt doch gut. Und ich frage mich, wie oft Cardiff noch bei uns vorbeilaufen möchte, weil irgendwie sah das danach aus, dass er 5-mal bei uns vorbeigelaufen ist, oder? Alles klar, kann losgehen. Gut, dann mach dich auf den Weg. Aber wenn du versuchst, mich reinzulegen, bist du bald so tot wie der Bote. Vergiss das nicht. Okay, also ich glaube, der Wirt hat wirklich Hummeln im Hintern, dass der hier nicht an seine Theke rankommt, weil im Weg hätten wir ja eigentlich nicht stehen können. Ja, okay, er läuft wirklich hier die ganze Zeit im Weg, im Kreis rum. Gut, dann müssen wir halt eben zu Akils Hof, aber zuerst müssen wir ja zu Baltram. So, dann tappern wir mal, naja, oder ich glaube, ich schneide das besser halt eben kurz raus, weil, ja, die Laufwege sind doch nicht gerade wirklich die interessantesten. Dann bis gleich. Er sollte lieber den Mund halten. Hast du Interesse an einem Job? Klar, worum geht's? Mein Boot ist nicht zurückgekehrt und ich warte auf eine Lieferung vom Bauer Akil. Und wie viel ist dir die Sache wert? Ich gebe dir 50 Goldstücke. Gut, ich bin dabei. Okay, sag Akil einfach, dass du von mir kommst. Er wird dir dann ein Paket geben. Das bringst du zu mir. 50 Goldstücke ist immer irgendwie so ein Standardwert, oder? Also es kommt mir zumindest so vor. Und das wird noch viel schlimmer. Gut, dann geht's dann halt eben los zu Akils Hof. Da waren wir schon im Schnitt halt eben schon einmal. Aber ja, gut, okay. Das sind doch alles nur Gerüchte. Hey, du! Alles klar. Sobald hier einer was Falsches sagt, geht der Tanz los. Also halt lieber die Füße still, sonst gibt's ein Gemetzel. Kämpfst du mit? Ich werde nicht hier herumstehen, wenn der Tanz beginnt. Aber ich werde es auch nicht heraufbeschwören. Ist doch wahr. Gibt's Schwierigkeiten? Nein. Es ist alles in Ordnung. Es ist besser, wenn du jetzt gehst. Bist du sicher? Ja, es ist alles in Ordnung. Du, ich kann jetzt nicht mit dir reden. Ja, der hört sich an, als ob er irgendwie in der Zwickmühle wäre, ne? Was dich auch immer hergeführt hat, besser du vergisst es und verschwindest. Hey, Kleiner, hast du dich verlaufen? Geh zurück aufs Feld und pflück ein paar Rüben. Ja, nicht gerade sehr nett, aber naja, gut, okay. Ich glaube, da kommen wir nicht um einen Kampf drumherum. Schauen wir mal, was haben wir denn noch? Ja, mit Feuerball können wir doch ein bisschen was machen. Ja, Feuerpfeil macht 30 Schaden, das macht 60 Schaden. Ich glaube, wir sollten mal hier einen der Söldner mal mit dem Feuerball mal angrillen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ne, nicht Kati, den Alvarez, weil ich glaube, das ist der weniger gefährlichere. Ach je, ich gut Deutsch. Naja, gut, okay. Ja, vielleicht vorher noch kurz abspeichern und dann sicher ist sicher, ne? So, und los geht's. Du Mistkerl. Okay.
Okay, das war's jetzt wohl schon, vielleicht. Nee, Moment, dem näher ich mich erstmal noch nicht. Erstmal nochmal hier bisschen halt eben die Lebensleiste wieder auffüllen und dann erst. Ich muss gehen. Mach's gut. Ich wünschte wirklich, ich hätte mehr für dich tun können. Okay. Ich traue mich jetzt nicht wirklich, denen auch noch anzusprechen, aber wir probieren es einfach mal. Nee. Ich glaube, wir machen da lieber, wie gerade eben schon, mit dem Feuerball und... Weil ich glaube, wir werden so oder so nicht drumherum kommen. Und den Söldnern schließen wir uns ja eh nicht an. Und hepp, hepp. Und zack, drauf. Ja. So viel zum Thema, der eine hilft mit, ne? Aber naja, gut, okay, was soll's. Wir haben es geschafft. Inno sei Dank. Ich dachte schon, meine letzte Stunde hätte geschlagen. Mein Name ist Akil. Ich bin der Bauer dieses bescheidenen Stück Landes hier. Was waren das für Kerle? Das waren Söldner von Onas Hof. Was anderes als Plündern und Morden kennen diese Bastarde nicht. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Nun, ich danke Innos, dass es nicht so weit gekommen ist. Sag mir, was ich für dich tun kann. Ich glaube, wir sind mal wieder guter Kerl, oder? Nichts. Hauptsache, ihr habt die Sache gut überstanden. Du bist ein außergewöhnlicher Kerl. Möge Innos dich auf deinem Weg schützen. Naja, oder halt eben außergewöhnlich. Können wir auch so stehen lassen. Ich komme von Baltram. Ich soll ja eine Lieferung für ihn abholen. Dann bist du sein neuer Bote. Okay, ich habe das Paket schon fertig gemacht. Ich muss gehen. Mach's gut. Ich wünschte wirklich, ich hätte mehr für dich tun können. Oh, ich glaube, der hat schon mehr als genug für uns getan. So, was ist das für ein Päckchen? Baltrams Lieferung. Viele gute Sachen. Okay, ja gut, okay. Einfach nur schweres Paket mit vielen guten Sachen. Ja, mehr Infos brauchen wir ja eigentlich nicht. Gut, ja, dann geht es jetzt wieder in die Stadt zurück. In die wahnsinnig zivilisierte Hafenkneipe. Gut, dann bis gleich. Vorher sagen können. Wo soll ich mich denn noch alles kümmern? Ich habe die Lieferung dabei. Gut gemacht. Ja, ich werde sehen, dass ich sie loswerde. Komm morgen wieder. Gut, ja. Komm morgen wieder, ja, dann legen wir uns halt eben einfach kurz ins Bett und schlafen bis morgen. Ich glaube, das ist der einfachste Weg. Und so können wir auch wieder unsere Gesundheit auffrischen. So, ich hoffe jetzt einfach, dass das halt eben ausreicht. Aber müsste ja eigentlich. So, können wir hier abkürzen? Ja, funktioniert, sehr schön. So, Hafenkneipe. Mein Mann sieht das anders. Ja, schön, dass es dein Mann anders sieht. Wer muss die Arbeit ja machen? Ja, ja, immer das Gemurmel oder diese ganzen Halbsätze. So, hallihallo. Bist du die Ware losgeworden?
Ja, aber für weniger, als ich gedacht habe. Ich habe nur 300 Goldstücke bekommen. Davon geht noch ein Teil an meine Auftraggeber. Und Cardiff bekommt seinen üblichen Teil. Plus das Gold für deine Vermittlung. Bleiben insgesamt noch 240 Goldstücke, die teilen wir, wie wir abgemacht haben. Hier ist dein Anteil. Du hast gute Arbeit geleistet. Das habe ich mal so an meine Auftraggeber weitergegeben. Was allerdings daraus wird, liegt nicht in meiner Hand. Okay, das klingt doch nicht schlecht. Und jetzt müssen wir noch etwas mit diesem seltsamen Fisch halt eben machen. Hey du, wo gehst du hin? Ganz egal, was du vorhast, dafür ist noch später Zeit. Du stehst hier vor der Perle Corinis, der roten Laterne. Das ist das verdammt nochmal schönste Bordell von ganz Myrtana. Seefahrer aus den entferntesten Ecken der Welt legen hier an, nur um ein paar Nächte in der roten Laterne zu verbringen. Und du hast jetzt die Chance, ja sogar die Ehre, eine Nacht mit Nadja, der leidenschaftlichsten Blüte der Götter, zu teilen. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Komm rein! Und du wirst erleben, wovon andere nicht mal träumen können. Ja, oder man wird einfach von einem Zuhälter angehalten und vollgetextet. Ja, also in dem Puff müssen wir jetzt nicht unbedingt, hätte ich jetzt mal gesagt. So, seltsam aussehender Fisch, genau darum geht es. Den müssen wir aufmachen. Da ist dann ein Zettel drin, den wir lesen müssen. Weil dann haben wir etwas gegen Halvor in der Hand. Weil der dann halt eben mit Überfällen halt eben zusammensteckt. Und ja, den müssen wir jetzt drauf ansprechen. Hey, brauchst du Fisch? Bei mir bekommst du Fisch ganz frisch aus den Tiefen des Meeres. Ich glaube, dieser Zettel gehört dir. Was? Lass mal sehen, was ich glauben soll. Okay, ganz ruhig bleiben. Hör zu, du hast gewonnen. Ich habe die Waren von den Banditen weiterverkauft. Aber kein Grund, direkt damit zur Miliz zu gehen, oder? Wir können uns doch ganz bestimmt einigen, oder? Dann lass mal dein Angebot hören. Also gut, ich sag dir was. Ich kann dir mehr verkaufen als nur Fischer. Wenn du mir diesen lächerlichen Zettel überlässt und die Sache vergisst, dann werden wir bestimmt gute Handelspartner, hä? Mich brauchst du das nicht verfragen. Ja, ich glaube, viel mehr braucht man eigentlich nicht wissen, hätte ich jetzt mal behauptet. Okay, einverstanden. Ich denke, wir können diese Sache für uns behalten. Danke. Wenn du mal wieder in der Gegend bist, schau vorbei. Ich habe bestimmt ein paar interessante Sachen für dich. Ich bin mir da nicht so sicher. Zeig mir deine Fische. So, und da haben wir jetzt seine speziellen Fische. Die man kaufen kann, ohne dass man was dafür bezahlt. Na ja, gut, okay. Hat ja auch was für sich. Gut. Ich glaube, jetzt muss man nochmal mit Cardiff reden, weil ich glaube, jetzt haben wir alles geschafft. Hey du, komm mal rüber. Ich hab da was für dich. Genau. Hier war so ein Kerl, der unbedingt mit dir quatschen wollte. Aber da du nicht da warst, hat er mir gesagt, ich soll dir was ausrichten. Er will sich mit dir treffen. Hinter Halvors Fischladen. Diese Information ist umsonst, aber das ist nur eine Ausnahme, klar? Für alles Weitere musst du zahlen. Wie sah der Kerl aus? Das könnte ich dir schon sagen, aber dafür musst du zahlen, mein Freund. Naja, ich glaube, da brauchen wir keine weiteren Infos haben, wenn der hinter Halvors Laden steht. Weil, ja, ich glaube, so viel ist da nicht los, schätze ich jetzt mal. Aber ja, schauen wir mal da vorbei. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Kommt man hier durch? Ja, hier kommt man durch. Sehr gut. So, der Kerl. Hallihallo. Ich habe auf dich gewartet, Fremder. Wer bist du und was willst du von mir? Das ist nicht wichtig. Wichtig ist das, was du getan hast. Du hast dich loyal verhalten, auch wenn dir das jetzt nicht bewusst ist. Durch deine Loyalität sind einige Gönner auf dich aufmerksam geworden. Und sie bieten dir eine Chance. Also nutze sie. Hey, sag mir doch einfach, warum du hier bist.
Ich habe ein Geschenk für dich. Alles Weitere liegt an dir, Fremder. So, ein Geschenk. Das war jetzt, wenn ich es noch richtig weiß, ein Schlüssel. Genau, verrosteter Meersalz hat diesen Schlüssel zerfressen. Na, das ist doch mal ein entsprechender Hinweis. Naja, was heißt hier entsprechender Hinweis? Ich weiß ja, wo der Eingang zur Diebesgilde ist. Theoretisch müssten wir uns jetzt hier überall noch durchfragen und noch die ein oder andere Quest halt eben, glaube ich, dafür annehmen oder abschließen, aber tja, wenn man halt eben schon weiß, wo man hin muss, dann muss man sich ja nicht durchfragen, hätte ich jetzt halt eben gesagt, ne? Also von dem her laufen wir jetzt einfach mal darüber und erkunden mal so die Diebesgilde. Kommen wir jetzt also durch? Ja, gut. Und hopp. So. Und da haben wir die Türe. Und auf. Und rein. Und komm, machen wir die Türe wieder zu. So. Mal jetzt hier in dieser Kanalisation oder der alten Kanalisation hat sich irgendwo dann halt eben die Diebesgilde versteckt und Ungeziefer gibt es ja auch, aber ja gut, das kriegen wir ja noch irgendwie niedergeschnetzelt. Oh, halt, Moment, da kommt ja noch jemand und noch mal jemand. Hey, hey, hey. Wie viele Ratten gibt es hier noch in diesem Nest? So, haben wir es jetzt endlich? Ja, ich höre nichts mehr. Sehr gut. Naja, aber so kriegt man wenigstens noch mal ein bisschen Fleisch. Da ist nichts zu holen. Das wir dann wieder anbraten können. Weil gebratenes Fleisch bringt halt eben deutlich mehr Lebenspunkte zurück. Aber ich glaube, das dürfte so gut wie logisch sein. So. Ich glaube, dann haben wir jetzt hier erstmal alles eingesammelt. Ich würde sagen, wir reden jetzt erstmal mit der Diebesgilde, bevor wir jetzt uns hier irgendwie genauer umgucken. Denn das wäre ansonsten ein bisschen zu mühselig, weil hier hat es mehrere Räume. Ab sofort. Lord André den Oberbefehl für unsere Miliz übernehmen. Nee, hier. Ah, da steht ja schon jemand im Halbschatten. Hey, was machst du hier unten? Du hast hier nichts zu suchen. Also, raus mit der Sprache. Was willst du hier? Attila hat mir einen Schlüssel gegeben. Deshalb bin ich hier. Also, was wollt ihr von mir? Willst du wohl wissen, was? Immer ruhig bleiben. Geh mal zu Cassia, wirst schon erwartet. Okidoki, dann gehen wir zu Cassia. War das hier oder ein zweiter? Ich glaube, es war hier. Ja, hier war das. So. Hey. Wie ich sehe, hast du unser Geschenk bekommen. Ich bin Cassia. Okay, Cassia. Dann erzähl mir mal, warum ich hier bin. Wir sind auf dich aufmerksam geworden, weil du das Vertrauen einiger Freunde gewonnen hast. Und wir wollen dir eine Chance bieten. Du kannst uns beitreten. Was habe ich davon, wenn ich euch beitrete? Du kannst bei uns spezielle Fertigkeiten lernen. Fertigkeiten, die dir ein Leben in Reichtum ermöglichen. Aber ich muss mich dann nicht hier unten verstecken, oder? Nein. Du musst dich nur an unsere Regeln halten. Das ist alles. Was sind eure Regeln? Die erste Regel lautet, du verlierst kein Wort über uns. Zu niemandem. Niemals. Zweitens, lass dich nicht erwischen. Drittens, wenn du hier unten deine Waffe ziehst und jemanden angreifst, bringen wir dich um. Und die vierte und letzte Regel ist, wer uns beitritt, muss sich beweisen. Na toll, immer dieses Beweisen. Aber naja, gut, okay, ist ja meistens so. Wie muss ich mich beweisen? Willst du uns nun beitreten oder nicht? Ja, können wir eigentlich gleich sagen, bin dabei. Okay, ich bin dabei. Gut.
Du bekommst eine Gelegenheit, dich zu beweisen. Wenn du von uns lernen willst, steht dir das frei. Gut. Wie muss ich mich beweisen? Dieser störrische alte Alchemist, Constantino, besitzt einen schönen Ring. Aber er braucht ihn gar nicht. Ich will, dass er meine Hand ziert. Was kann ich bei euch lernen? Jesper ist der Meister der Lautlosigkeit. Er wird dir zeigen, wie du dich ohne ein Geräusch bewegen kannst. Ramirez ist ein begnadeter Einbrecher. Kein Schloss kann seinen Dietrichen widerstehen. Und ich kann dich im Taschendiebstahl unterweisen. Außerdem werde ich dir helfen, geschickter zu werden. Denn die Geschicklichkeit ist der Schlüssel zu deinen Fertigkeiten. Na, klingt doch nicht schlecht. Was passiert, wenn ich erwischt werde? Lass dich einfach nicht erwischen, okay? Ja, so einfach, ne? Kannst du mich unterrichten? Klar, kein Problem. Sag mir einfach Bescheid, wenn du bereit bist. So, dann lernen wir mal den Taschendiebstahl, weil den kann man nur hier unten lernen. Zeig mir den Taschendiebstahl. Wenn du jemandem die Taschen ausleeren willst, lenke ihn ab. Quatsch ihn einfach an, sprich mit ihm. Beim Gespräch guckst du ihn dir an. Achte auf ausgebeulte Taschen, Schmuck oder Lederschnüre am Hals. Und achte vor allem darauf, wie aufmerksam der Kerl ist. Einem betrunkenen Tagelöhner auszurauben ist was anderes als einen wachsamen Händler, klar? Wenn du dich natürlich ungeschickt anstellst, krieg das mit. Also immer ruhig bleiben. So, wenn das alles ist, so sollen wir gleich ein bisschen Geschicklichkeit noch erhöhen. Und noch einmal, gut, ich glaube, das müsste erstmal reichen. Dann sollten wir jetzt noch das Schleichen lernen, weil ich glaube, das brauchten wir auch unbedingt. Kannst du mir was beibringen? Klar, dir zeige ich das Schleichen sogar umsonst. Och, wie nett. Zeig mir die Kunst des Schleichens. Schleichen ist unabdingbar für jeden Dieb. Vor allem, wenn du in fremden Häusern unterwegs bist. Hüte dich davor, einfach so reinzuspazieren. Die Leute haben einen sehr leichten Schlaf. Nur wenn du schleichst, wird dich niemand hören und du kannst ungehindert arbeiten. Tja, so einfach wohl. Okay. Und dann jetzt noch Schlösser knacken. Das ist auch ganz wichtig. Du bist also dabei. Gut, dann viel Erfolg und immer schön vorsichtig sein. Ach, und noch was. Mir ist egal, wer du da oben bist oder mit wem du da zusammenarbeitest. Hier unten bist du nur einer von uns. Ein Dieb, nicht mehr und nicht weniger. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir zeigen, wie du Schlösser knackst. Das kostet dich lediglich 150 Goldstücke. Oh, 150, das ist einiges, aber gut, okay. Okay, ich bezahle. Hier ist das Gold. Gut. Ich stehe zu deiner Verfügung. Zeig mir, wie ich ein Schloss knacke. Schlösser knacken ist die hohe Kunst der Diebe. Du brauchst eine Menge Fingerspitzengefühl und Intuition und ein paar gute Dietriche. Allerdings sind manche Truhen mit speziellen Schlössern versehen, die sich nur mit dem passenden Schlüssel öffnen lassen. Wenn du also vor dem Schloss kniest, dann drehe deinen Dietrich nach links oder rechts. Wenn du ihn zu stark oder zu schnell bewegst, dann wird er dir abbrechen. Aber je geschickter du wirst, desto leichter wird dir der Umgang mit deinem Werkzeug von der Hand gehen. Ja, wenn sonst nichts ist. So, dann haben wir ja, glaube ich, alles gelernt, was wir jetzt lernen konnten. Gut, okay, die Geschicklichkeit müssen wir vielleicht noch ein bisschen steigern. Und da hat es halt eben verschlossene Truhen, aber die würde ich jetzt halt eben ungern jetzt gleich dann halt eben knacken. Ich würde jetzt halt eben einfach mal sagen, wir machen dann mal für heute und hier mal einen Cut. Ich schaue jetzt hier gerade noch, aber ich glaube, hier war nichts mehr Besonderes in diesem Raum. Und ja, dann... Oder... Nee, ich glaube, wir machen hier noch keinen Cut. Wir holen noch diesen Ring von Constantino, dass wir dann halt eben auch
wirklich zur Diebesgilde halt eben gehören, dass wir dann hier dann, ja, das Thema halt eben wirklich abgeschlossen haben. Ich glaube, das ist dann halt eben doch ein bisschen besser. Machen wir es so. Aber ich glaube, ich werde hier noch ein bisschen Zeitraffer machen, bis wir wieder hier unten sind. Dann bis gleich. Ich habe Konstantinos Ring. Herzlichen Glückwunsch. Du hast deine Aufnahme bei uns bestanden. Jetzt gehörst du wirklich zu uns. Nimm diesen Schlüssel. Er öffnet die Tür zum Hotel. Da musst du nicht immer schwimmen. Weiterhin sollst du wissen, dass wir ein Erkennungszeichen haben. Ein bestimmtes Kopfnicken. Genau. Wenn du mit den richtigen Leuten sprichst und das Zeichen machst, werden sie wissen, dass du zu uns gehörst. Hast du einen Job für mich? Ja. Es gibt eine Reihe Kelche, die zusammengehören. 6 Stück an der Zahl. Sie wurden einst von König Roba auf einem Feldzug erbeutet. Aber er hat dafür viele Männer geopfert. Deshalb werden sie Blutkelche genannt. Jeder Kelch allein ist nicht von großem Wert. Aber wenn sie vollständig sind, bekommen wir ein hübsches Sümmchen dafür. Wo sind diese Kelche? Sie sind hier in der Stadt. Die Großhändler im oberen Viertel besitzen sie. Bringen sie mir. Ich versuche derweil, einen Käufer aufzutreiben. Was springt für mich dabei raus? Entweder die Hälfte vom Gewinn oder du kannst ein besonderes Stück aus meiner Beute wählen. Tja, hört sich doch nicht schlecht an. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall erst sehr viel später halt eben dran kommen. Hey! Nein. Ich glaube, beim anderen konnten wir das Zeichen machen, aber ich glaube, er war nicht wirklich beeindruckt. Sieh an, du beherrschst das Zeichen. Ich bin beeindruckt. Ja gut, okay. Und wo lohnt es sich einzusteigen? Natürlich im oberen Viertel. Wo denn sonst? Wo lohnt es sich einzusteigen? Im oberen Viertel natürlich. Aber wenn du da oben irgendwo einsteigen willst, warte, bis es Nacht ist. Dann schlafen alle, bis auf die Stadtwachen. Die patrouillieren nachts. Einen von ihnen kenne ich, Wambo. Er ist der Einzige, der Interesse an Gold hat. Er ist teuer, aber wenn du ihn einmal bezahlt hast, brauchst du dir um ihn keine Gedanken mehr zu machen. Na, das war doch auch ein wertvoller Hinweis. Gut, dann würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, Schluss für diese Folge. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann halt eben wieder. Und ja, dann werden wir, glaube ich, wirklich zum Kloster der Feuermagier gehen. Natürlich müssen wir vorher das Schaf noch kaufen. Aber ja, das wird ja wohl das Kleinste sein. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht das Beste draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sieh an, wo kommst du denn her, hm? Ich weiß. Du brauchst mir nichts zu sagen, ich weiß alles. Lass dir bloß nicht einfallen, hier was zu klauen, klar? Wir können es uns nicht leisten, Aufmerksamkeit auf das Hotel zu ziehen.